Ich würde ihm ja gerne den Kriegsbeitritt anbieten. Aber das geht nicht. Wir brauchen einen Zirkel. Basilius. Für die Pietät. So, 83% schon, das ist ja unglaublich. Schafft er das jetzt? Hier ist vom Kingstadt gerade mal eine Domäne besetzt worden. Derzeit. Jetzt ist er so schlau gewesen und ist hier rüber geschwommen. Das Ende einer Ära. What ist jetzt passiert? Okay. Ah, dann war das 83% wahrscheinlich nicht für Basilius, beziehungsweise Byzanz, sondern für den Kreuzzug. Konstantinopel fällt in großem Beifall der katholischen Kreuzritter. Der Rest der Welt weint, als die letzte Erinnerung an das Römische Reich fällt. Der alte Kaiser Himerius Dukliain ist nach Naxos geflohen, um das Wenige zu retten, das bleibt. Inmitten der Kämpfe starb der katholische Thronanwärter für den byzantischen Thron Simonis. Jetzt sitzt Kaiser Henry auf dem Thron von Konstantinopel. Er hat sich selbst zum neuen Herrscher des griechischen Imperiums erklärt und wird sowohl mit griechischen als auch lateinischen Traditionen herrschen. Nur die Zeit wird zeigen, ob das katholische Volk als diejenigen in Erinnerung bleiben werden, die das christliche Bollwerk gebrochen haben. Okay. Wer sitzt jetzt hier? Kaiser Henry der Wächter sitzt jetzt hier. Ist das der gewesen hier von Heiligen Römischen Reich? Nee. Hesso der Schlachter war schon immer hier. Wenn wir Hesso den Schlachter töten würden, sein Sohn ist 5 Jahre alt. 54.000. Fucking 54.000 Einheiten. Wie sollen wir denn hier Böhmen rausbekommen? Das ist jetzt wirklich ein schöner Flickenteppich. Hellas. Oh. Wir müssten vielleicht schauen, ob wir das irgendwie friedlich übernehmen können. Dass wir das erben. Ne? Dass wir das irgendwie erben können, Böhmen. König Draslav von Böhmen. Mal irgendwie seinen Sohn jetzt verheiraten mit unserer Tochter oder so. Prinz Vanek. Wir haben ja noch eine Tochter. Byzanz wurde zerschlagen, Nahadur. Komplett. Können wir unser Gesetz ändern auf absolut kognatisch? Oh, da brauchen wir die vollständige Anerkennung der Frau. Wir brauchen die vollständige Anerkennung der Frau, damit das klappt. Das heißt wahrscheinlich komplett hier oben, ja. Was meinst du denn mit zwei Kaiserreiche? Die hier? Ja, der eine hat sich hier, der Kreuzzuganführer hat sich hier draufgesetzt. Kaiser Henry, der Wächter. Und das hier unten ist Basileus Himerius von Naxos. Ich glaube, das war der frühere von, das ist der von Byzanz gewesen, von Konstantinopel. Der hat sich hier abgesetzt. Der ist quasi geflohen. Aber das Schlimme ist ja, dass wir hier Böhmen rein müssen und er über 50.000 Armeen hat. Das ist echt eine Krux. Wir machen mal ein großes Turnier zur Ablenkung. Erste Priorität ist auf alle Fälle, wir brauchen einen Nachfolger. Das ist sehr wichtig. Meine Güte. Wir haben 11.000, 12.000 haben wir. Wir kommen, wenn wir dann noch Söldner holen, kommen wir vielleicht maximal auf 20.
Dann müssen wir einen Blitzkrieg machen. Schnell rein nach Böhmen und dann wieder raus. Unsere Truppen zusammenhalten und schnell wieder verziehen. Aber das ist... Oder wir warten, bis das Heilige Römische Reich komplett zerfällt. Das könnten wir auch noch machen. Das ist schon echt bitter jetzt. So, währenddessen hauen wir mal wieder die Kohle raus. Ist ja eh egal, solange wir noch den Anspruch nicht haben. Wir schauen gleich mal nach. Wir müssten jetzt ja immer noch die Möglichkeit haben, Böhmen anzugreifen. Großeroberung von... Oh, jetzt ist Böhmen wieder... Doch, hier oben. Böhmen ist hier mit dabei. Aber halt mit 1500 Pietät. Oh, und Prestige 3000. Nee, also Kriegsgrund ist ja egal, Black Knight. Kriegsgrund ist ja egal, wir haben ja einen. Deswegen ist ja wurscht, ob wir da eine Invasion haben oder nicht. Das ist ja wurscht. Das Problem ist einfach, dass er viel zu viele Einheiten hat. 50.000 Einheiten hat er. Und das ist halt einfach wirklich nur, da können wir nicht dagegen ankommen. Ich hoffe halt wirklich, dass irgendwann das Reich zerlegt wird. Dass er einfach so groß ist, dass er es nicht halten kann. Und sich das Ganze vielleicht irgendwie komplett selbstständig zerlegt. Momentan sieht es nicht so aus, auch wenn hier Jerusalem wieder mal drin ist. Aber Sieden sind jetzt auch weg. Die waren ja vorhin hier mit Jerusalem und hier runter. Die gibt es hier wieder nicht mehr. Bei der Invasion könnten sich noch umliegende Königreiche anschließen. Aber Invasion, er ist ja auch katholisch. Als Katholik gegen einen anderen Katholiken kann ich mir doch nicht vorstellen. Pilgerreise machen wir sehr gerne. Heieiei. Wir fahren nach Konstantinopel und schauen uns das neue Konstantinopel an. Wie sich das Ganze verändert hat. Unmut säen in Böhmen mit Spitzel. Ja, das wird halt über kurz oder lang nicht viel bringen. Wir können es mal machen. Der spioniert ja momentan sowieso. Provinz Sabotier meinst du, oder? Das müsste aber das sabotiert ja nur die Provinz. Da müssen wir ja, das müssen wir ja nicht mit dem Hofspitzel machen. Das müssen wir ja mit dem Kanzler machen. Setzen wir mal den Kanzler hier rein. Ich hoffe nur, die Mongolen zerstören dir nicht alles. Die kommen wahrscheinlich auch noch, ja. Im letzten Durchgang hatten wir Glück. Aber wenn der Kumane kommen würde, der ist ja auch unglaublich stark. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Ah, jetzt habe ich mich schon so gefreut mit Polen, dass das alles wunderbar geklappt hat. Aber, na gut. Wir hätten 769 beginnen sollen, wo alles noch viel, viel aufgeteilter ist, wo es noch keine so großen Reiche gibt. Na toll. Schmerzen im Unterleib haben wir jetzt auch noch. Am besten wir sterben gleich noch ohne Erben. So, wir sind angekommen. Und mal 20 Pietät.
Ja, mit wem können wir denn noch ein Bündnis machen? Ich wüsste jetzt nicht, mit wem wer hier noch groß genug wäre. Die hier zum Beispiel, die werden das nicht wollen. Kann mir nicht vorstellen, dass die mitmachen wollen. Der hat aber ziemlich viele. Wenn wir hier einfach mal jemanden verheiraten. Prinz Alkan von Seljuk. Wenn wir hier unsere Tochter verheiraten. Den können wir gar nicht verheiraten. Wann sollen die denn kommen ungefähr? Die Horde. Müsste die nicht schon längst da sein? Eigentlich. So, was haben wir hier? Immer noch eine gefährliche Fraktion, 93. Oder wir holen uns jetzt einfach hier, keine Ahnung, 10.000 Goldstücke. Das sollte ja klappen. Dass wir uns 10.000 Goldstücke holen und dann wirklich alle Söldner, die hier sind, ich meine, da sind ja auch welche hier mit 9.000 dabei, dass wir uns die einfach komplett holen. Und dann hier reinmarschieren, alles sofort niederrennen, unsere Söldner verbraten. Das können wir auch noch machen. Ja, wir schauen einfach mal, ob die kommen oder nicht. Black Knight. Hilft da eh nichts. Können wir ja sowieso aktuell nichts dagegen tun. Einfach mal Kohle jetzt ansparen. In der Hoffnung, dass eben in der Zwischenzeit hier das Reich zerfällt. Wir könnten natürlich jetzt ein bisschen intrigieren. Zum Beispiel Verschwörung zur Ermordung machen. Und vielleicht haben wir ja Glück, irgendjemand macht mit. Drei sind schon mit dabei. Der Böhmer macht mit. Der von Böhmen macht mit. Das ist ja auch schön. Wir werden wieder mal geplündert. Hier unten 5.000 stehen hier wieder rum. Wir werden mal probieren, ob wir ihn töten lassen können. Vielleicht einfach damit das Reich etwas instabiler wird. Prozent, 9%, 8%. Das ist sehr wenig. Mehr gibt es nicht. 6% noch. Ne. Wir hatten ja jetzt eh schon ziemlich Glück mit Polen. Daher ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn wir mal ein bisschen hier Ruhe einkehren lassen. Auch wenn es vielleicht nicht so interessant ist. Aber vielleicht erledigt sich das Problem von selbst. Wenn nicht, dann probieren wir es so bei 10.000 Goldstücken einfach mal selber. Und versuchen ihn anzugreifen. Und in der Zwischenzeit haben wir dann hoffentlich auch genügend Pietät und Prestige. Haben wir jetzt schon diese 1400 Prestige, Mensch. Wir bekommen plus 16 Prestige monatlich, das ist echt viel. Aber nur plus 2,89 Pietät. Jetzt verlieren wir auch noch. Jawohl, sehr schön. Wunderbar. Gegen Plünderer von Khan Asep, die sind so unglaublich stark. Die sind einfach so unglaublich stark.
So, dann kümmern wir uns erstmal um den Bauernaufstand. Hier oben. Der ist wichtiger wie die Plünderer. Entweder haben die so viele Spezialeinheiten drin. Kumanen, ja. Ja, beim letzten Mal haben die auch schon so viel Stress gemacht, weil es einfach nicht klappt. Und wenn du da mit einer großen Menge runterläufst, selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, ziemlich gering. Wir werden nochmal mit den 7400 runterlaufen dann. Das nochmal probieren. Der Hofspitzel ist gestorben. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier eventuell irgendwo reinlaufen können nach Kiew ohne Malus. Hier, von Medjebi müsste es gehen. Ich hoffe, er bleibt zu lange stehen. Euch nicht alle schon mal geschmiert. König Iakov der Bär. Oh, jetzt hier, ne? Wir versuchen ihn mal zu beeinflussen, damit hier die Meinung besser wird. Erbteilung fordert er. Was hat denn der für eine Frisur hier? Schauen wir uns gleich mal an. Okay. Sehr schön. So, jetzt haben wir hier 8600 Einheiten. Setzen hier mal die besten Anführer rein und marschieren hier rüber ohne Malus. Marschieren hier rüber ohne Malus und jetzt bin ich mal gespannt, wie viel wir hier verlieren. 8800 gegen 5000. Und wir verlieren wieder. Das ist unglaublich. Das ist so unglaublich. Ich verstehe das nicht. Ja, die müssen wir jetzt einfach plündern lassen. Können wir nichts machen. Die sind zu stark. Wenn die Horde hinterher auch so stark ist, dann guten Abend. Dann kannst du es vergessen, dass wir die irgendwie zurückhalten. Ach komm, jetzt ist noch einer hier Mitglied. Und der hat trotzdem noch 106%. Wahnsinn, oder? Wir haben fast die doppelte Menge gehabt und trotzdem haben wir verloren. Ohne Malus. Ja, den müssen wir jetzt einfach plündern lassen. Es hilft alles nichts. Wir haben trotzdem noch immer plus 28 Goldstücke. Ich habe vernommen, dass euer Kanzler versucht, die Adeligen meines Reichs aufzuhetzen, indem er in Prag Lügen verbreitet. Seid versichert, dass ich diese Tat nicht ungesühnt lassen werde. Wir haben Prestige verloren. Und offenbar ist der Kanzler jetzt gestorben. Da schicken wir gleich mal den nächsten rein. 27, der muss das machen können. Der hat eine Chance von 32% jährlich, dass er die Vasallen Meinung verringert. Wir haben immer noch keinen Nachfolger. Sie ist 22, wir sind 26. Ich meine, wir haben noch ewig Zeit jetzt, aber trotzdem. Ich würde ruhiger schlafen, wenn wir einen Nachfolger hätten. Ein bisschen mehr Pietät aktuell. Wir werden auch spenden. Und sie ist schwanger. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass es ein Junge wird. Sommerfest können wir auch mal abhalten. Oh, kann ich unmöglich der Vater sein? Nein, nein, wir sind auf alle Fälle der Vater. Wenn wir mal hier reinschauen. Ja, es fehlt wirklich nur noch Königreich Böhmen und Prestige größer als 5000. Die beiden Sachen fehlen noch.
Daumen drücken, sage ich da nur. Er hat schon wieder irgendwie Krieg. Das ist so viel. Das ist einfach zu viel, was der hat. Gegen Großhäuptling Kurlemuse, den Edlen. Der ist, wo ist der? Da drüben. Wahrscheinlich holt er sich jetzt hier einfach nochmal welche. Er hört nicht auf zu wachsen. Er hört einfach nicht auf zu wachsen. Und er plündert hier unten. Momentan ist suboptimal. Ah, er hat jetzt endlich Erfolg gehabt. Er hat Unmut gesät. Das ist schon mal sehr schön. So ein Riesenblob hier.